Wäsche draußen hängen hier. So, dann rück mal raus hier, mein Guter. Unmöglich. Oh, ein Elite. Er macht aber nicht so viel Damage. Oder? Nee, der macht nicht viel Schaden. Das passt. Okay, den kriegen wir gekloppt hier. Oh, jetzt hat er einen Kritter reingekloppt hier. Okay. Down ist er. Rezeptor haben wir. So. Okay. Können wir direkt mal wieder eine rausschmeißen. Direkt noch vor der Haustür. Sehr gut. So. So, Silbermähnrudel, Hinterbeine, ne, listiger Bannock. Ja, die lassen wir erstmal stehen, die Quest. Die kenne ich nämlich nur zu gut. Da haben wir schon zu oft aufs Maul gekriegt in der Quest. Deswegen, die lassen wir erstmal sein. Bei Piers Hof können wir noch eine Quest rausschmeißen, dann können wir noch mal Varanas Quest rausschmeißen. Und dann war es das auch schon wieder. Wie gesagt, jetzt könnt ihr Aufnahmen dafür dann wesentlich mehr, da ich ja jetzt dann auch immer längere Folgen schneide, muss ich ja dementsprechend dann auch mehr aufnehmen. So. Ist ja mal voll die Einschlafmusik hier. Ach. Deswegen werde ich die ganze Zeit ja auch gehen ins Maul aufreißen. Ja, das ist der Fall. Da quatschen und halb am einem schlafen hier. Wahrscheinlich wegen meiner eigenen Witze. So. Ach, hier haben wir die ganzen Legenden oder was abgegeben. Die Legenden sind Taborea und Bibabo. So, oh. Carter Morrison. 0,2 Lebenspunkte dazu. Na, ich freue mich. Oh, zwei Teile haben wir von dem Set. Kriegen wir ein drittes. Plus 30 magische Angriff. Ach ja, stimmt ja. Das haben wir ja gesagt. Nehmen wir dann immer Hüter von Microsoft. Titel. Vielleicht mal gucken. Filter an. So rum. Genau. Nee, ist immer noch der. Okay. So. Gehen wir die Karte mal reinhauen. So. Physischer Angriff, ist mir egal. So. Derzeitige Ausrüstung, Baumwollhose. Genau, das Set geben wir ja dann Priester weiter. Plus 30 magischer Angriff kriegen wir dazu. Zack. So. Das tauschen wir gleich mal aus. So. Genau, dann haben wir da nämlich zwei Teile. Zack. Was? So haben wir dann nur eins. Jetzt haben wir null. Achso, das sind zwei Sets. Oder? Haben das nicht zwei Sets? Um von Yoga? Ach nein, wir haben das Set noch. Ja, stimmt ja. Ein Teil noch, dann haben wir ein Set komplett. So. Ach da, ja, genau. Das ist das zweite Teil noch. Okay. Na, mal wenigstens wieder ein Erfolg. Wenigstens etwas erfolgreicher hier. So, dann gehen wir mal nach Varanas zurück. Schmeißen dann noch schnell die Quest raus hier. Müssen wir die abgeben. Unterstadt West, ja, da kann man es auch noch rausschmeißen, siehst du. Und das. Auge der Weisheit. Kann man das auch noch rausschmeißen. Dann haben wir direkt wieder drei Quests weg. Whack. haben wir direkt wieder drei Quests erledigt. Vielleicht langt sogar noch für ein Level Up. Mal gucken. Gehen wir erstmal zur Klassenhalle. Entschuldigt mich, dass ich mich hier die ganze Zeit am Räuspern bin. Aber ich will nämlich alle 20 Sekunden das Mikro ausschalten, um mich mal zu räuspern. Grünes, schwarzes Brett. Oh. Mal. Schwarzes Brett, das vollgeschrieben ist. Ja, super. Können wir gar nicht benutzen, ne? Kein Gelaber-Drama, ich verspreche dir, ich bin ein
glaube es. Nee, okay. Welche Level haben wir? Ja, 70. Abenteurer-Gelde Silberschatten. Okay. Lassen wir das mal sein. Kommen wir mal noch ein paar Quests raus. Jetzt haben wir nicht wirklich viel von der Frucht gehabt. Aber naja, gut, das ist. Wir haben ja noch. Oder haben wir die überhaupt? Warte mal. Ja, siehst du, haben wir noch drei Tränke mit 100% Erfahrung plus, also von daher, ja. Für Level Up sollte es noch reichen, aber wir sind eben ein Erfolgserlebnis gehabt. So. Da ist einer, achso, der ist im Auge der Weisheit. Bin jetzt direkt zur Klassenhalle, vor lauter Gewohnheit. So, Alter, da läuft jetzt nur. Läuft irgendwie nur. So. Jetzt muss ich mein Mikro kurz ausmachen. So, jetzt sollte es etwas besser sein. So, Filler-August. Oh ja, ja, Stärke nehmen wir. Haben wir noch. Ne, wir haben unser 1-Exit-Bahn. Wieso haben wir noch keinen Umhang? Gut, kriegen wir Läden, nur Verteidigung, aber. Intelligenz. Ja, aber die Ringe auf Ausdauer im Moment. Wir brauchen ja aber Damage. 12 magische Angriff kriegen wir da dazu. Benutze ich nicht oft. Hm. Denn aus Duschen. Nee, nehmen wir. Nee, wir brauchen Damage. Das ist gar nichts. Gehen wir uns mal geschwind austauschen hier. Warum hat er mir zweimal Ausdauer angezeigt? Haben wir doch gar nicht. Verteidigung. So. Bei dem Verteidigungsring. Ja, noch Verteidigung. Okay. So, das ist auch zum Völkern. Genau. Das haben wir schon ausgetauscht. So. Und Ausdauer. Phil soll mir helfen. Ich habe den Drang zu Gammel. So, Runeneimer. Komm, schmeiß mal unseren 1000er Pack raus hier. Ich habe den Drang zu Gammel. Ich habe den. Ich werde das gerade den Frosch im Hals gerade nicht los hier. Ich brauch dringend einen Rat. So, letzter Schritt, zack. Amulette heiligen Quelle. Ich habe, in die verlassene Abtei. Ich habe den Drang zu ja gut, da haben wir noch ein bisschen was zu tun hier. Ich habe den Drang zu so. Ich habe Auge der Weisheit. Ich habe den Drang zu Gammel. Ich habe den Drang zu Gammel. Ich habe den. So. Auge der Weisheit. Das gibt's nicht, weil das ist ein Frosch mal nicht los. Kann mir nicht alle 5 Sekunden hier das Mikro jetzt runterreißen. Ne? Na gut, ich mache gleich eine Aufnahmepause, dann geht das. So. Ah, die Zuhörer-Anhänger. Okay, die sind ja in Tangena. Achso, jetzt hat er wieder die Quest da drin. Okay. Unterstadt West müssen wir noch. Da noch eine Quest rausschmeißen. Das langt für ein Level-Up auf jeden Fall. Dann haben wir wenigstens einen Titel gekriegt, eine neue Karte haben wir bekommen und ein Level-Up haben wir. Ist ja nicht ganz so beschissen.
Tendenz. So. Du dann sammeln. Zack, erledigt. So, das ist der Level Up. Wunderbar. Besorgt Flüssigkeit im Giftkessel. Ah, okay. Nehmen wir dann zu den Kobolden. Okay, so, jetzt haben wir erstmal Level Up hier. Erstmal die Hauptangriffe hochpushen. So. Müsst ihr die Dots mal mehr benutzen hier. So. Die können wir mal hochdrücken. So. Okay. Dann können wir meine Hütte abladen hier. Brav wie wir sind. So, das ist alles Quest hier. Händler, man kann den. Ne, gut, ist jetzt egal. Was wir mal machen könnten, vielleicht mal ein paar Runen zusammenschrauben. Das ist nicht schwer, da gibt es nichts groß zu wissen darüber. Weil nur das Hochleveln der Runen. Sandsteinboden. Achso. Da haben wir keine Runen drin. Die haben wir alle in der Bank liegen. Genau. So. Dann werden wir hier mal aufsplitten. Also zum Aufleveln einer Runde braucht ihr nur 5 Stück derselben Kategorie, also derselben Stärke. So. Ach, jetzt können wir auch Päckchen wieder aufmachen. Ja. Warte mal, machen wir gleich mal. Tränke, Tränke, nächstes Paket. Na super. Okay, also der Arcana-Umwandler. Wundert euch nicht, ich habe durch die Magic Box 10 Plätze. Attribut, Attribut, Attribut. Extraktion, ja. So. Ich könnte jetzt zum Beispiel direkt 5 Runen von einer anderen Stufe herstellen. Sofern das jetzt mit denen gehen würde. Ich habe jetzt gerade keine Kombis auswendig im Kopf. Aber ihr seht das schon hier. 5 Runen desselben Typs, dann kriegen wir eine der nächsthöheren Stufe. Kostet eine Ladung. Die können wir durch Firios-Marken zum Beispiel aufladen. Manche Runen können wir dann zu stärkeren kombinieren. Da kannst du teilweise richtig guten Reibach mitmachen, weil die richtig teuer in der Herstellung sind und dementsprechend dann auch teuer verkauft werden können. Ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, dass du Leute über den Tisch ziehen würdest. So, zacki. Also ich wandle zunächst immer erstmal alle Runen um, da wir ja durch die Dailies auch wieder Ladungen holen können. Also für 10 Ladungen brauchen wir 100 Firios-Marken. Moment, dass ich nichts Falsches erzähle. Firios-Marken-Shop. Must-haves. Nee. Wo ist denn das? Ach, wo haben wir es denn? Hallo, wo ist denn das? Da, 10 Ladungen, 100 Virius-Marken. Da gibt es manchmal auch so Angebote hier, 1000 Ladungen, 200 Diamanten oder weiß der Geier was. Aber naja, gut. Das ich will mir das nicht immer alles kaufen können, weil dann verlierst du immer die Lust dran, weil du dir doch gerade mal eben alles so schnell hurtig beim Vorbeilaufen holen kannst. So, jetzt wollte ich gerade mal gucken. So, live. Was für Runen gehen hier zusammen? Def geht gar nicht. Physischer Angriff geht nicht. Weisheit? Auch nicht. Ausdauer. Ja, das geht. Siehst du, dann könnten wir jetzt hier eine neue Rune zusammenschrauben. Aus den zwei werden wir dann Sühne 2 kriegen. Die hat dann 2 kombinierte Stats. Zum Beispiel. So Sachen könntest du dann machen hier. Aber das machen wir mal in einer eigenen Serie dann. Das will ich nicht so zwischen Tür und Angel machen. Ich wollte das jetzt nur mal kurz zeigen. Ne, ich will nichts ändern. Was? Nein, Hausnamen, was stand da eben? 500 Einheiten. Ja, super. Ich hab genau 0. Bank öffnen. So. Jetzt können wir erstmal den ganzen Runen hier reinschmeißen. Ich sag, komm, wir brauchen bald ein zweites Bankfach hier.
Das wird nämlich mit der Zeit unabdingbar. Oder wir müssen noch ein paar Kisten organisieren. Müssen wir mal gucken. Noch ein paar Kisten holen. Dann können wir die Sachen da auch alle reinpacken. So, dann machen wir noch Platz für eine Reihe. Das ist auch noch zwei. Magie. So. So, dann sind das hier alles Einser. Das sind alles Zweier jetzt. Okay, na, jetzt haben wir doch schon mal ein paar Runden zusammen jetzt. Haben wir auch wieder ein bisschen Platz. 85 Gildenrunden. Die sind ja nicht mehr viel wert. Ach guck mal, da haben wir nochmal zwei. Komm, machen wir die 10 Ladungen hier noch komplett leer. Hallo? So. Da noch eine. So, wupptisch. Also Runen von unterschiedlichem Grad kombinieren geht zum Beispiel gar nicht. Das braucht er erst gar nicht funktionieren. Probieren, das funktioniert nicht. Ist aber absichtlich so gemacht, da die ja, ich sag mal, einigermaßen vorgegeben sind, was da rauskommen soll. Und da kannst du ja nicht dann willkürlich alles zusammenschrauben. Sonst macht das Ganze nämlich keinen Sinn mehr. So, jetzt müssen wir ausweichen. Jetzt haben wir 10 Sorten verschiedene Runen hier. Ist aber keine gleich. Ne, sind alles eigene. Keine unterschiedlich. Okay. Naja, gut. Können wir ja mit der Zeit noch ein bisschen was nachmachen mal hier. So, dann war es das auch schon für diese Aufnahme. Wie gesagt, ein bisschen kürzer. Folgen werden ein bisschen länger. Dafür können wir dann auch öfters aufnehmen. Dann sind die Gutscheine nicht gleich wieder verheizt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut euch nicht so viel Schrott an und bis zum nächsten Mal. Tschüss.